Die Zelle ist die kleinste lebende Einheit. Einzelne Komponenten einer Zelle gelten nicht als lebendig. Erst ihre Gesamtheit ergibt ein lebendes System. Jede Zelle besteht aus organischen Molekülen, anorganischen Verbindungen und Wasser. Sie ermöglichen die Lebensprozesse durch ihre räumliche Anordnung und biochemischen Interaktionen. Von außen nach innen betrachtet besteht eine Pflanzenzelle aus der Zellwand, der Zellmembran und dem Zytoplasma. Charakteristisch für eukaryotische Zellen sind der Zellkern oder Nukleus, der die Chromosomen enthält, sowie die verschiedenen Zellorganellen. Sie unterteilen die Zelle in verschiedene Reaktionsräume, wie die Zimmer in einem Haus. Und so wie die Küche eine andere Funktion hat als das Wohnzimmer, erfüllen auch die einzelnen Zellorganellen jeweils ganz spezifische Funktionen. Diese Unterteilung der Zelle bezeichnet man als Zellkompartimentierung. Die Zellmembran und das Zytoplasma bilden zusammen den Protoplasten. Der Protoplast ist der lebende Teil der Zelle und hier farbig dargestellt. Der Protoplast erzeugt die Zellwand um sich herum, die per Definition nicht als lebendig gilt und deshalb hier schwarz-weiß gehalten ist. Das mag erstaunen, denn die Zellwand wird zwar vom Protoplasten gebildet, und er kontrolliert, steuert und verändert auch ihre physikalischen und biochemischen Eigenschaften. Trotzdem kann man im Labor die Zellwand enzymatisch entfernen und der Protoplast überlebt. Gibt man dem Protoplasten im Experiment genügend Zeit, regeneriert er wieder eine neue Zellwand. Das zeigt, dass die Zellwand nicht zwingend für das Überleben der Zelle notwendig ist. Würde man hingegen andere Komponenten der Zelle entfernen, wäre das ihr sicherer Tod. Wie bereits erwähnt, umfasst eine intakte pflanzliche Zelle die Zellwand, die Zellmembran und das Zytoplasma. Wird die Zellwand entfernt, bleibt der Protoplast übrig. Er umfasst die Zellmembran und das Zytoplasma. Der Protoplast ist sehr empfindlich und die Zellmembran kann leicht reißen. Entfernt man die Zellmembran, bekommt man das Zytoplasma. Es umfasst die Zellorganellen und das Zytosol. Im Experiment lassen sich die Zellorganellen abzentrifugieren. Übrig bleibt das Zytosol. Es besteht aus Proteinen, den Metaboliten, Ionen und Wasser. Das Zytosol einer lebenden Zelle bildet eine konzentrierte Flüssigkeit, in der die Zellorganellen schwimmen.